So, liebe Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Politik Simulator 3 mit unserem wunderschönen kleinen Griechenland. Ich mach mal direkt Play. In der letzten Folge haben wir uns doch ein bisschen verblabbert. Besser gesagt, ich habe mich so ein bisschen verblabbert. Da haben wir kaum was vom Spiel gesehen. Es soll diese Folge wieder ein bisschen anders werden. Ja, was werden wir diese Folge machen? Wir werden schauen, ob wir uns ein paar Wirtschaftsverträge anschauen können. Sprich, dass wir gucken, dass wir mit anderen Ländern in Handelsbeziehungen treten und unsere Rohstoffe verkaufen, beziehungsweise das, was wir auch produzieren, verkaufen. Wollen mal schauen, dass wir vielleicht noch die Subvention weiter vorantreiben, zumindest in den vier größten Bereichen. Und dann gehe ich noch auf ein, zwei Kommentare ein, so ein bisschen einer hat kommentiert, Dankeschön dafür. Und ich habe auch noch eine PN bekommen, auch da will ich dann noch kurz was zu sagen. Einfach, dass ihr auch so ein bisschen Feedback bekommt zu dem, was ihr schreibt. So, wir haben hier wieder eine Katastrophe. Wir gucken mal. Okay. Hungersnot. Drei Tode. Alles klar. Gut. Die Subventionen. Lasst uns nochmal reingehen. Ich muss mal schauen, wo wir hier unsere Wirtschaftsleistung haben. Wir haben Kohle und Treibstoffe schon subventioniert. Habe ich auch übrigens einen interessanten Vorschlag bekommen. Ich soll weg von den Subventionen der endlichen Rohstoffe und lieber auf andere Bereiche setzen, sozusagen. Werde ich auch... Ich mache mal kurz Pause. Ein Plan für die Jugend. Ich rede gleich weiter. Mal gucken, was uns hier der Attraff für Jugend und Sport, was uns zu sagen hat. Die Jugend unseres Landes braucht Strukturen, um sich zu verausgaben und angeregte Aktivitäten, um sich der Welt zu öffnen. Wir müssen Sportanlagen bauen, Freiluftzentren, Mediatheken. Wenn wir uns nicht in Acht nehmen, werden unsere Jugendlichen verdorben sein. Ja, dafür ist leider kein Geld. Wie gesagt, interessanter Ansatz. Werde ich auch versuchen, sollten wir das Let's Play längerfristig halten können, durchzusetzen. Ich muss erstmal auf diese Bereiche setzen, da ihr hier den Anteil seht im Prozent des nationalen Umsatzes. Das heißt, diese vier Bereiche machen 50% unseres nationalen Umsatzes. Deswegen müssen wir erstmal unsere wichtigsten Wirtschaftsbranchen, Wirtschaftszweige stabilisieren, da hier dann auch die meisten Arbeitsplätze entstehen können. Wenn hier ein Boom ist, entstehen weit mehr Arbeitsplätze, als wenn jetzt hier ein Boom ist. Deswegen werde ich erstmal hier auf diese vier Bereiche setzen. Allerdings ist das absolut richtig und dann gut schauen, wie lange wir diese Let's Play durchhalten, dass wir vielleicht auch Subventionen dann natürlich nach und nach verlegen können in andere Bereiche. Gut, Kohle und Treibstoff haben wir bereits schon. Dann setzen wir jetzt hier auf Hoch- und Tiefbau und Tourismus und Hotels. Gut. Lasst uns mal hier schauen. Okay, ihr seht, hat sich unser Haushalt ein bisschen stabilisiert inzwischen. Die Prognose haben wir jetzt Ausgaben 97,48 Milliarden. Die Einnahmen steigen inzwischen auf 94. Das heißt, wir haben jetzt noch ein Defizit von 3,5 Milliarden, so ganz grob gerechnet. Ist immer noch viel zu hohes Defizit, ja. Allerdings, wenn wir das so halten können und eventuell noch das eine oder andere hier bewegen können, dann wäre ich schon froh, wenn das wirklich am Ende des Jahres reell auch 3 Milliarden Defizit wären. Dann sind wir schon mal 2 Milliarden besser als das Jahr zuvor. Ich denke, arg viel mehr können wir da auch nicht bewegen. Ich mache mal weiter Play. Gut, dann haben wir einmal Service. Obwohl Service können wir dann eigentlich Tourismus und Hotel subventionieren. Ich schau mal gerade. Die allein 8,22% arbeiten im Tourismus- und Hotelgewerbe. Da können natürlich... Wir hatten, glaube ich, jeweils 50 Millionen. Gut. Und dann machen wir noch schnell Hoch- und Tiefbau. Soll die Industrie sein. Hoch und Tiefbau, da ist es doch. So, hier arbeiten zwar nur 2,8%, haben allerdings, wie gesagt, eine hohe Wirtschaftsleistung.
Das heißt, dann versuchen wir auch hier mal 50 Millionen reinzustecken. So, dann haben wir jetzt die vier größten Wirtschaftsfaktoren unseres Landes subventioniert. Ich hoffe, dass das ein bisschen was bringt. Gucken wir mal. Okay, es sind die Olympischen Winterspiele. Okay. Unsere Sportler sind bereit. Aber wenn ich darf, ein paar Worte der Ermutigung, bevor die Abfahrt des Nationalteams mit Sicherheit die Truppen in ihren Bann schlägt. Sind Sie einverstanden? Ja klar. Kannst du ruhig noch ein paar aufmunternde Worte sagen? Dann gucken wir uns mal die Zeitung an. So, hier Winterspiele in Sochi. Wie gesagt, das ist Stand von 2014, also wundert euch nicht. Gibt es bisher leider kein Update für 2015. Ich weiß auch nicht, ob es irgendwann einen Politik-Simulator 4 gibt. Würde mich echt freuen, wenn da noch ein bisschen was kommt. Ja, ansonsten habe ich jetzt hier... Okay, rassistische Übergriffe haben stark zugenommen, da müssen wir schauen. Wir für hervorragende Leistungen, okay. Aber ansonsten sehe ich jetzt nichts, was jetzt, außer jetzt hier wie gesagt, mit den rassistischen Vorkommnissen sehe ich jetzt nichts, was für uns wirklich relevant wäre. Okay. Auch noch ganz kurz, ich kann wie gesagt nicht nur investieren. Wenn ich jetzt beginne nur zu investieren, dann würde hier meine Beliebtheit aufgrund der Finanzen dann relativ schnell sinken. Und sobald wie wir hier an die 40-30% knabbern, wird das Spiel wohl dann zu Ende sein. Und ich möchte das Let's Play ja ein bisschen mit euch spielen. Deswegen seht es mir nach, wenn ich auch immer ein bisschen was mit einsparen muss. Und wenn ich was Gutes tue, dann nur in kleinen Schritten. Sonst bekommen wir hier relativ Probleme. Ihr seht es. Öffentliche Finanzen nach unten, Industriepolitik nach oben. Deswegen verändert sich nichts. Hält sich in etwa die Waage. Schade, dass ich hier nicht anklicken kann, wie sich das verändert hat. Kann ich es hier irgendwo Sound sichern? Haushalt, Zeitung, Agenda, Punkte, Informationen. Gut, kann ich leider nicht. Ja, dann gehe ich noch kurz auf, wie gesagt, 1-2 Punkte ein. Zum Thema Schuldenschnitt habt ihr auch, wenn ihr euch die Folge 4 anschaut, einen interessanten Link nochmal bekommen. Zur FAZ war das, glaubt, wo noch ein bisschen was über den Schuldenschnitt von 2012 geschrieben wurde. Der Unterschied zwischen 2012 und jetzt ist, dass 2012 waren ja auch viele private, viele Banken und so weiter mit beteiligt. Die Schulden von Griechenland jetzt sind ja ausschließlich bei der IWF. Also beim Internationalen Währungsfonds, vor allen Dingen bei der EZB auch. Und als Gläubiger zumindest bei den Euro-Ländern. Das heißt, da gibt es in dem Sinne keine privaten Gläubiger mehr. Und die Schulden, die damals waren, wurden ja umgeschuldet. Das heißt, Schulden, die Deutschland hatte, wo Deutschland hätte Zins bekommen können, wurden umgeschuldet auf EZB und so weiter, wo die Zinsen niedriger sind. Und dadurch hat Deutschland einen Schuldenschnitt zugestimmt, da Deutschland auf Zinsen verzichtet sozusagen. Ja, das war eine Umschuldung. Haben auch andere Länder mitgemacht. Moment, haben wir irgendwie so. So, haben auch andere Länder mitgemacht. Und die Privaten haben auch auf Geld verzichten müssen. Jetzt ist es halt teilweise auch so, dass ein Schuldenschnitt komplett heißt, ihr braucht uns gar nichts mehr zurückzahlen, zumindest gewisse Summen. Und das ist halt der Unterschied zu 2012. Das heißt, das ist so gar nicht möglich. Also man kann nicht einfach sagen, ich leih mir Geld von der EZB oder ich leih mir Geld vom IWF. Oder ich leih mir Geld halt von einem Land, aber sagt dann, okay, ich schenke es dir, ich zahle es nicht mehr zurück. Das ist halt der Unterschied so ein bisschen. So. Noch eine Woche bis zur Eröffnungszeremonie. Ja. Unsere Athleten sind richtig ungeduldig und können den Kampf kaum erwarten. Die Delegation ist optimistisch, dass wir Medaillen erringen werden. Okay, das ist anders im Gegensatz zu Island. So, ja, das war wie gesagt... ein bisschen Unterschied zum jetzigen Schuldenschnitt, aber es muss natürlich in irgendeiner Form muss es einen Schuldenschnitt geben und deswegen denke ich, dass es am sinnvollsten wäre, wenn er jetzt außerhalb der Eurozone zumindest, also dass es mit einer eigenen Währung, wie auch immer, dann funktioniert, da wir sonst eben das Problem haben, dass es so rechtlich gar nicht unbedingt möglich ist, wie es jetzt angedacht ist. Also wir reden nicht von dem Schuldenschnitt wie 2012, sondern wir reden von den Spionage. Oh, hier spioniert jemand bei uns. Geheimdienst. Unser Netzwerk wurde teilweise lahmgelegt. Die Agenten wurden festgenommen oder getötet, ja.
Mit den Informationen, die uns zur Verfügung stehen, ist es schwer zu sagen, was dort passiert ist. Aber die Dichtungstheorie lässt mich vermuten, dass wir bis zu einer Stärke zwischen 12,7 und 23,8 einen Verräter haben. Okay. Das heißt, wir sind auch so ein bisschen hier im Spionagefall drin. Okay. Ja. Ich überfliege gerade, ob irgendwas sonst Relevantes wäre. Steht leider nichts zur Finanztransaktionssteuer oder sowas drin, wo es ja ein bisschen was gebracht hat. So. Und der zweite Kommentar ist gewesen, habe ich per PN bekommen, auch dafür danke, wo es dann nochmal drauf einging, ja, wenn wir Griechenland nicht mehr im Euro haben, müssen wir ja humanitäre Hilfe leisten. Ich habe das, glaube ich, auch schon mal in einem anderen Let's Play bei mir vor ein paar Wochen gesagt, dass das für Europa eigentlich eine Schande wäre. Aber man muss ehrlicherweise inzwischen sagen, wir müssen so und so humanitäre Hilfe leisten. Ich glaube, es geht nicht mehr die Frage, ob wir humanitäre Hilfe leisten, sondern ab wann. Ja, es ist eine Schande für Europa. 431 Tote. Terroristische Aktionen, uiuiuiui. 1288, das ist nicht schön. Auch die jetzigen Hilfen gehen in die Wirtschaft, gehen wieder zum Schuldenabbau, gehen auch in Investitionen, aber kommen im wenigsten Fall beim kleinen Bürger an. Auch dieses große Paket, was jetzt geschnürt werden soll, wird höchstwahrscheinlich nicht beim kleinen Bürger ankommen. Und ich finde, da muss man was tun. Ich glaube, wir müssen schon humanitäre Hilfe leisten, auch wenn es eine Schande für Europa ist. Griechenland, so eine stolze Kultur. Es gibt viele Griechen, die sind fleißig, sind auch gut, herzlich gutmütig. Ich glaube, wir müssen zu der Einsicht kommen, wir müssen humanitäre Hilfe leisten, in welcher Form auch immer. Egal ob im Euro oder außerhalb vom Euro, die armen Leute, die kleinen Leute brauchen unsere Hilfe in Griechenland. Und deswegen stellt sich mir die Frage, nicht humanitäre Hilfe nur, wenn sie nicht beim Euro sind, sondern es muss auch so humanitäre Hilfe in irgendeiner Form möglich sein. Was mich auch auf ein anderes Thema bringt, was ich eigentlich ein bisschen später anschneiden wollte, ist das Thema mit der Flüchtlingspolitik. Ich finde das so schwach, wie da Europa sich präsentiert, so schwach auch unsere Regierung. Wir reden hier über Menschen. Dass darüber gestritten wird, wer wen aufnimmt, wer wie viel aufnimmt, einige Länder gar nicht aufnehmen wollen und so weiter und so fort, finde ich persönlich mehr wie schwach. Ich überlege gerade, ob wir jetzt beginnen. Wir haben erst 56% Beliebtheit. Ich kann jetzt noch nichts wegnehmen vom Geld her. Was wir machen, wir werden jetzt uns mal hier unseren Tennisspieler ranholen, werden mit ihm einen Termin machen. Der soll uns mal ein bisschen loben, dass wir da ein bisschen vorankommen. Gut, versuchen wir mal auch ihn dazu zu bewegen, dass er uns lobt. So, dass wir ein bisschen Beliebtheit bekommen. Und je mehr Beliebtheit wir hier haben, desto mehr unbeliebte Reformen können wir durchsetzen. Das heißt auch Einsparungen, logischerweise. Kommen wir leider nicht drum rum. Gut, ich würde sagen, den einen Termin, den machen wir noch, die Folge. Jetzt habe ich doch wieder ein bisschen viel geplappert. Finde es übrigens aber gut, dass sich so viele für Politik interessieren. Sollte es eigentlich noch viel mehr geben in Deutschland. Gut. Da haben wir unseren Tennisspieler, der mag uns. Ja, den bieten wir mal ein Champagner an. Mit Vergnügen. Das nennt man Empfangen. So. Hier. So ist genau. Es, ja. Und Ihnen, Ihrer Familie, Ihren Nachbarn, wie geht's Ihnen? Leben alle. Passt soweit. Wir werden bitten, dass er uns öffentlich lobt. Mal sehen. Hören Sie, ich denke darüber nach und dann entscheide ich die Sache. Okay, ich hoffe, dass er das macht. Eigentlich hat er uns ja gemocht. Die Medaille der Nation zu verleihen, möchte ich. So ist es, ja. Ja, und okay, Ihnen, ja. Ihrer Familie, Ihren Nachbarn, wie geht's Ihnen? Möchte ich jetzt wirklich nur
nur verleihen, wenn wirklich was ganz Außergewöhnliches ist. Ich hoffe, er lobt uns. Wenn er uns loben sollte, nutzt er seine Beliebtheit auch für unsere Beliebtheit. Wie gesagt, ich muss hier auf ca. 60-65% kommen. Dann kann ich noch ein bisschen was einsparen für unseren Haushalt. Die Subventionen werden wahrscheinlich nicht reichen, um die Wirtschaft weiter in Gang zu bekommen. Obwohl wir ja gesehen haben, letzte Folge schon, dass die Kaufkraft ein kleines bisschen angestiegen ist. Ist schon mal ein gutes Zeichen, ein guter Impuls. Aber wir haben es hier weit schwerer, uns beliebt zu machen als in Island. Gut, dann warten wir vielleicht noch, ich sollte auch wieder ein bisschen Play machen, warten wir vielleicht auch noch auf das zweite Gespräch ab mit den Sportlern. Wir hatten jetzt Tennisspiel, jetzt kommt der Fußballspieler. Und dann werden wir nächste Folge uns um die Wirtschaftsverträge kümmern. Das wären dann, denke ich mal... Oh, TV, okay. Der Präsident von Russland eröffnet die Winterspiele. Auf diesem unberührten Schnee werden diese Athleten nun glänzen, deren Herzen nur bestrebt sind, ihre eigenen Grenzen zu überwinden. Ich wünsche Ihnen viel Glück bei der fairen Verteidigung Ihrer Landesfarben und beim Erklimmen der höchsten Stufen des Podiums. Ich erkläre die Olympischen Winterspiele hiermit für eröffnet. Gut, dann machen wir noch unseren Termin. Wir bieten ein Glas Champagner an. Mit Vergnügen, das nennt man Empfangen. Jawohl. Nein, nicht, nein, nein, wirklich. Okay, er mag keine Komplimente. Ich bekomme davon so viele, dass es mich auf Dauer belastet. Vorbild. Okay, er mag auch da keine Komplimente, ist klar. Gut, magst du uns... Ich bedauere, aber wir haben ein paar Meinungsverschiedenheiten und die bleiben... Gut, das möchte er nicht. Müssen wir mal schauen. Machen wir schon mal wieder Pause, gucken wir in die Zeitung rein. Okay, die Winterspiele sind eröffnet. Ansonsten steht noch nichts da, dass wir gelobt werden. Syrien, Frankreich, ein bisschen Werbung. Okay, müssen wir dann auf die nächste Folge hoffen. Wie gesagt, nächste Folge werden wir uns den Wirtschaftsverträgen ein Stück weit zuwenden. Mal schauen, wird vielleicht ein, zwei Folgen dauern, dass wir dann, ja, ein bisschen was exportieren noch können, um so ein bisschen die Wirtschaft weiter in Schwung zu bekommen, vielleicht auch einen Haushalt weiter zu stabilisieren. Ist halt nicht einfach. Müssen wir schauen, wie wir damit hinkommen. Wir haben jetzt gerade mal einen Monat rum, haben immerhin den Haushalt von anfangs 5 Milliarden Defizit auf 3,5 Milliarden gedrückt. Dank der Finanztransaktionssteuer, die Kaufkraft ist ein bisschen gestiegen. Müssen wir sehen, ob das langfristig reicht. Bisschen was müssen wir noch für die Ärmsten der Armen tun. Müssen wir mal schauen, ob wir das durchbekommen. Dann machen wir uns dann auch mal die nächsten Folgen Gedanken. Ansonsten bedanke ich mich soweit bei euch fürs Zuschauen. Ich glaube, das sind schon wieder über 20 Minuten. Ich muss schauen. Ich wollte eigentlich die Folgen so eine Viertelstunde halten, weil... Ja, ihr wisst ja, ne? Wer hat schon Zeit, sich über 20 Minuten sowas hier anzuschauen, wo hier nichts passiert. Ist halt manchmal so. Okay, aber ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns an der nächsten Folge wieder, wo wir uns dann hier ein bisschen den Wirtschaftsverträgen mit anderen Ländern widmen. Und bis dahin, macht's gut. Ciao.